Gut, dann begrüße ich ganz kurz. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind an dem Abend, um Neues über Israel zu erfahren. Das sind nach wie vor spannende Zeiten. Ich freue mich sehr, dass wir Georg Rösler zu Gast haben. Einige von uns haben ihn gerade vor 2 Wochen erlebt. Da waren wir nämlich in Jerusalem mit der Bürgerreise. Kleiner Werbeblock, eine wunderbare Reise, wunderbare Reisegruppe. Und da hatten wir das Vergnügen, Georg Rösler an einem Abend zu Gast zu haben. Und er hat mit uns diskutiert über die Situation in Israel. Die ist ja jetzt ein bisschen weitergegangen und wir haben schnell uns überlegt, den wollen wir einladen. Mehr will ich jetzt gar nicht sagen, weil durch den Abend wird der, wie du Wittekind, der zweite Vorsitzende der DEG Bremen führen. Ich gebe dir das Wort, Vito. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Hermann. Also, schönen guten Abend an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bei der Veranstaltung zu lauschen, auch zu gucken. Aber besonders natürlich einen schönen guten Abend an Georg Rösler in Jerusalem. Ich möchte noch mal ein paar formale Bemerkungen vorab machen, die wichtig sind und die auch bitte beachtet werden sollten. Also jeder möge sein Mikrofon ausschalten, das wurde eben schon gesagt. Dann, wer sich in der Diskussion beteiligen will, schon mal vorab, während Georg Rösler redet, kann man was in den Chat schreiben. Und hinterher, weil wir eine überschaubare Gruppe sind, würde ich Sie bitten, dann einfach zu schreiben Wortmeldung, WM, und dann rufen wir auf. Und dann wird das Mikrofon eingeschaltet von Ihrer Seite und dann kann man die Frage stellen an Georg Rösler. Das werden wir dann hin moderieren, in ordentlicher Art und Weise. Wenn aber jemand das Bedürfnis hat, etwas in den Chat zu schreiben, soll das ruhig tun. Aber dann bitte keine Romane, dass wir als ja, Moderatoren und Hosts das auch ein bisschen mitlesen können und zusammenfassen können. Ja, Georg Rösler wird uns einen Impulsvortrag geben von nicht mehr als einer halben Stunde, Georg. Und dann wollen wir unsere Fragen an ihn loswerden. Hermann Kuhn hat ja eben schon kurz geschildert und eingeführt, wer Hermann Rösler ist und dass man ihn schon kennengelernt hat. Aber ich will trotzdem noch ein paar Worte zu ihm sagen, um warum wir heute an diesem Abend nicht einen der üblichen Profis aus Israel berichten zu Worte kommen lassen. Der Unterschied zu anderen Referenten und Gesprächspartnern ist, dass Georg Rösler seit über 40 Jahren in Israel lebt und arbeitet. Georg Rösler ist ein versierter Reiseveranstalter und Reiseführer, der sich besonders intensiv mit Land und Leuten beim Durchwandern des Landes befasst hat. Und neben seiner Tätigkeit als Co-Chef von SK-Tours, die ja die Bürgerreise organisiert und Veranstaltungen geführt haben, hat er viele ehrenamtliche, gesellschaftliche Aufgaben übernommen, die ihm ein unglaublich breites Bild von Israel vermittelt haben. Er ist auch unter die Autoren gegangen. Sein erstes Buch habe ich hier, ein wunderschön, wunderschön gestaltetes Buch vom Aphorisma Verlag, Auf dem Weg nach Jerusalem. Da beschreibt er einen neu entwickelten Pilgerweg von Nazareth bis in die Heilige Stadt. Und da lässt er Geschichte, Geografie und das heutige Leben miteinander verschmelzen. Also er ist ein absoluter Kenner. Seit einiger Zeit, und das ist dazugekommen, gibt er mit seinem Team, und ich glaube, er schreibt das maßgeblich, ein SK, also so wie der Name des Reisebüros ist, SK-Bulletin heraus, das sich aktuellen Fragen widmet. Das letzte Bulletin erschien Ende März und nannte sich Quo Vadis Israel. Es beschäftigte sich mit den Gesetzesänderungen der neuen Regierung Netanyahu, die nach unserer Ansicht in der Lage sind, die Demokratie in Israel auszuhebeln und die als Folge eine noch nie dagewesene patriotische Protestwelle ungeheuren Ausmaßes annahmen. Georg Rösler schreibt in diesem Bulletin die Problematik und die Auswirkungen und fasst folgendermaßen zusammen. Der oberste Gerichtshof wird kaum eine andere juristische Möglichkeit haben, als die genannten Gesetze für ungültig zu erklären. Nachdem allerdings Justizminister Levin schon jetzt erklärt hat, Vorgaben des obersten Gerichtes nicht folgen zu wollen, wird eine solche Situation zu einer konstitutionellen Krise führen. Was das dann in der praktischen Wirklichkeit bedeuten würde, ist gegenwärtig schwer abzuschätzen.
Die kommenden Wochen werden sicherlich spannend. Das war ein Zitat von dir, Jörg. Und wie spannend es wird, zeichnete sich ja schon vor Pessach ab, als unter dem Druck der Straße, als auch der Soldaten, die den Reservedienst verweigerten, wie weil Netanjahu seinen Verteidigungsminister Gallant entlassen hatte, der dringend darum gebeten hatte, die Gesetzgebung aufzuschieben und einen Kompromiss zu suchen. Das kam aus seiner Partei, dem Likud. Vorher hatte schon Staatspräsident Herzog sich entsprechend klipp und klar geäußert, ebenso führende Wissenschaftler, Wirtschaftsmanager und natürlich auch das Ausland. Besonders Präsident Biden, der direkt zu Netanjahu sagte, er solle die Straße, die er beschritten hat, auf keinen Fall weitergehen. Das hat dann Netanjahu veranlasst, dem Gesetzgebungsverfahren eine Pause von einigen Wochen zu gönnen oder zu verordnen. In dieser Zeit sollen auch Gespräche mit Oppositionsparteien aufgenommen werden. Sie haben begonnen, um einen Kompromiss zu finden. Naja, die radikalen Kräfte haben jedenfalls schon gedroht, dann würde die Koalition platzen. Davor hat jedoch King Bibi Angst, denn seine anstehenden Gerichtsverfahren würden in dem Fall ja nicht per Gesetz niedergeschlagen. Er ist also erpressbar und wir fragen uns, ob die Pause eine Scheinpause ist oder ob die Gesetzgebung vorangetrieben wird und es zur Krise kommt. Da rechne ich jetzt damit, dass auch dieser heutige Abend spannend wird, wenn Georg Rösler die Geschichte fortschreibt und versucht, ein wenig in die Zukunft zu gucken und ein wenig zu spekulieren. Also, Georg, herzlich willkommen. Du hast jetzt das Wort. Einen schönen guten Abend. Ich finde das ja großartig, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Ich weiß jetzt nicht genau, wer unter den Anwesenden auf dieser famosen Bürgerreise mitgefahren war und will deswegen auch versuchen, jetzt nicht das Gleiche nochmal zu sagen. Für diejenigen, die aber jetzt nicht mit dabei waren, trotzdem eine Art ja Gesamtbild. Ich habe meinen Vortrag, darf es ja nicht sein, also meinen Impuls, aufgeteilt in drei Themen. Das eine, was wir kurz machen wollen, ist, was passiert gerade. Und auch wieder, es geht hierbei nicht darum, die ganzen vielen, vielen Daten und Fakten, von denen Sie wahrscheinlich viel mehr abbekommen als wir hier selber, neu aufzurollen. Aber nochmal so ganz eine Art Gesamtbild entstehen zu lassen, in was für ein Problemfeld befinden wir uns. Der zweite Punkt kam an dem gemeinsamen Abend während der Bürgerreise zu kurz, beziehungsweise ich hatte ihn angesprochen, ohne ihn dann ausführen zu können. Und Sie, Frau Trümpel, hatten auch darauf hingewiesen, dass da noch was fehlt, nämlich warum kratzt uns das alles überhaupt? Also auch, was macht das mit uns? Und dann wäre der Punkt 3, das, was eigentlich als Wahlversprechen in der Einladung stand, Spekulationen für die kommende Zeit. Und wenn das so okay ist, würde ich einfach nochmal ganz schnell aufrollen, welche zentralen Themen Israel eigentlich beschäftigt haben, beziehungsweise heute beschäftigen. Und wie gesagt, ein paar Wiederholungen sind einfach dabei zu dem gemeinsamen Abend, aber manchmal ist eine Wiederholung ja auch nicht nur schlecht. Also zur Erinnerung, von der Gründung des Staates vor fast genau jetzt 75 Jahren bis zu diesem ja sehr bekannten Wendepunkt 1967 war die Hauptthematik Israels Aufbau des Staates und Sicherung des Staates. Das war das Zentrale und alles andere war im Grunde genommen Nebengleise. Von 1967 und damit auch mit der Eingemeindung von Westjordanland, Gaza, Sinai-Halbinsel und Golanhöhen war das zentrale Thema in Israel tatsächlich Palästina oder die Palästinenser. Wer damals und eigentlich bis in die jüngste Vergangenheit in die Presse schaute, etwa 50%, manchmal auch mehr, der Thematiken drehten sich um diesen Problemkreis.
und ohne das jetzt weiter vertiefen zu wollen, Oslo, Schmoslo, das war, was Israel zentral beschäftigte. Und von 2011 bis zum heutigen Tag haben wir eine Identitätsfrage und die verbindet sich ganz zentral mit der Gestalt von Bibi Netanyahu. Eigentlich sollte man gar nicht sagen Bibi, weil Bibi klingt so unglaublich sympathisch, dass dabei das Schlimme, was damit auch in der Gesellschaft gestiftet wurde, liebevoll hinten runterfällt. Es ist nicht Bibi Netanyahu, es ist Benjamin Netanyahu. Und innerhalb dieser Periode von 2011 bis 2023, also bis heute, erleben wir ein Hochkochen der ethnischen Spannungen, die wir immer schon hatten und die auch den Staat lange Zeit begleitet haben, die aber auch eine gewisse Beruhigung gefunden hatten und im Rahmen dieser Politik, die wir in den letzten 12 Jahren erlebt haben, immens neu hochgekocht wurde. Orientalen, sephardische Juden gegen aschkenadische Juden, Eliten gegen das zweite und das dritte Israel. Neben dieser Identitätsspannung, die jetzt erneut hochgekocht wurde, haben wir also neben dieser ethnischen Spannung haben wir auch eine religiöse Spannung, eine Rückbesinnung auf Werte, auf Fragen, die ebenfalls einem säkular sich definierenden Staat Israel immer gab, aber die wurden jetzt neu aktuell und intensiviert. Also eine religiöse Spannung, die man im Grunde genommen zusammenfassen kann zwischen den Extrembegriffen liberal-demokratischer Staat versus einer Theokratie. Wobei wir uns klar machen müssen, solche Fragen sind ja nicht spezifisch für Israel. Also diese Art von Identitätsfragen sind weltweit in den westlichen Demokratien etwas, was die Menschen beschäftigt. Und das könnte dann auch nochmal in die allgemeine Frage dann hinübergehen, warum haben westlich-liberale Demokratien so ein großes Problem mit sich selber? Also wir sind hier nicht besonders. Im Rahmen dieser Veränderung von 2011 bis 2023 erleben wir eine starke Verschiebung von links nach rechts. Wobei wieder links heißt in Israel nicht das Gleiche, was links bei uns heißt, also in Deutschland heißt. Links war eher ein Privileg der westlichen orientierten liberalen Demokratie gegenüber rechts Werte, einer Wertepolitik, Familie, Religion und eben Identität. Ich mache die Klammer nochmal auf. Identität ist das zentrale Thema aller westlich-liberalen Demokratien geworden. Und en passant und begleitend zu diesem Paradigmenwechsel dann auch nochmal eine ganz neue Beschreibung der Siedlungspolitik, die es natürlich immer gegeben hatte und die seit 1967 uns begleitet, die aber durch die letzten 12 Jahre nochmal eine ganz neue Gewichtung bekommen hat, und zwar eine Identitätsgewichtung. Bei unserem gemeinsamen Vortrag vor 2 Wochen hatte ich das Ganze zusammengefasst unter einem Schlagwort. Israel war es gelungen, über die letzten fast 75 Jahre mit einer zauberhaften Grauzonenpolitik zu leben. Grauzone bedeutet, es gibt viele, viele Themen, die sind richtig unangenehm, schwierig, mühsam, Kopfschmerzthemen, mit denen man aber irgendwie leben musste und auch zu leben gelernt hatte. Und diese Grauzonenpolitik ermöglichte einen Gesamtkonsensus, wie Israelis mit ihrem Staat leben, in ihrem Staat leben, ermöglichte eine maximale Querschnittsmenge von gemeinsamer Identität und gemeinsamer Identifikation gegenüber dem Staat.
Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir jetzt weitermachen wollen, nämlich was hat sich verändert durch die letzten Wahlen und durch die dadurch entstandene recht nationale Koalition. Haben verschiedene Gruppen im Lande das Gefühl, jetzt endlich Dinge für sich entscheiden zu können, die man klugerweise über so viele lange Jahre nicht entschieden hatte. Also wir können das, was im Augenblick passiert, unter dem Stichwort zusammenfassen, das Ende einer Grauzonenpolitik. Was sind Grauzonen? Eine Grauzone ist zum Beispiel, wenn das ultraorthodoxe, der ultraorthodoxe Sektor bestimmt ein klein wenig wie ein Staat im Staat erleben konnte, mit eigenen Gesetzen lebte, man ihm nicht zu nahe trat, Befreiung vom Wehrdienst beziehungsweise eine Dauerrückstellung vom Wehrdienst, Nicht-Einbindung von bestimmten Gruppen in ein nationales schulisches Curriculum und Privilegien, die man sich erkämpft hatte. Und damit lebte die Gesamtbevölkerung nicht immer glücklich, aber das Gleiche gilt für die Siedlungspolitik. Man wusste, dass da Sachen passieren, die sind nicht toll. Man hatte auch mitbekommen, dass die Siedler sich immer stärker zu einem eigenen kleinen Staat im Staate entwickelt hatten. Man hatte mitbekommen, dass es da Übergriffe gab, die sogenannten Price Tags, Übergrifflichkeiten, wo also radikale Siedler sich im Westjordanland an arabisch-palästinensischen Einrichtungen vergingen, Menschen dabei zu Schaden kamen. Das konnte, und nochmal, verzeiht meinen Sarkasmus oder vielleicht sogar meinen Zynismus, das konnte irgendwie weggedrückt werden als etwas, was nicht schön ist, aber einmal ganz weit weg ist. Und zweitens, es war nicht definiert. Es war nicht definiert. Und jetzt haben wir eine besondere Situation, wo die Ultraorthodoxen wissen, wie wichtig sie sind für diese Regierung. Und nun Privilegien, die immer schon da waren, nun auch gesetzlich verankert wissen wollen. Also zum Beispiel eine gesetzliche Gleichstellung von Ultraorthodoxen gegenüber, also ultraorthodoxen Studenten in den Yeshiva-Hochschulen gegenüber Studenten an normalen, säkularen und universitären Einrichtungen, bestimmte Gleichstellung, was die Fördergelder anbelangt, die gesetzliche Ausklammerung der Rekrutierung von Ultraorthodoxen in die Armee, was ja alles schon vorher da war, nur jetzt auf einmal gesetzlich eingefordert werden soll. Auch die Siedlungspolitik, die ja nie wirklich aufgehört hatte, die immer weiter fortgetrieben worden war, wurde jetzt durch die Einbindung von den Nationalreligiösen als Regierungspartei in der Regierung jetzt zu einem offiziellen Regierungsprogramm. Und das war schwer zu verdauen. Und was in euren Vorreden schon erwähnt worden war, natürlich haben wir einen Ministerpräsidenten, der seit etwa 7 Jahren, und bis dahin war er ein sehr großer Verteidiger des obersten Gerichtshofes gewesen, dass der gleiche Ministerpräsident seit etwa 7 Jahren systematisch einmal die Polizei und zweitens den Rechtsapparat demontiert. Und es ist allen klar, dass er natürlich damit vorhat, sich selber vom Haken zu holen und nicht in die Fortsetzung des Gerichtsverfahrens gegen ihn zu konterkarieren. Das ist also das, was wir im Augenblick haben. Wir haben also eine Art von Konsensbruch, Ende der Grauzonen, und das drückt sich in einem Gesetzesvorstoß aus, der also in einer Geschwindigkeit und mit einer Radikalität durchgezogen werden soll, dass den Leuten schlicht die Hüte vom Kopf fliegen. Und damit wären wir eigentlich bei dem zweiten Thema, was ich
was mir eigentlich wichtig erscheint, um überhaupt zu verstehen, warum uns dieses Thema eigentlich interessiert. Und wie gesagt, Frau Trüppel, das ist ein bisschen auch ein Nachtrag zu unserem Abend in Jerusalem. Warum kratzt uns das Ganze? Warum geht uns dieses Land eigentlich so viel an? Oder glauben wir, dass dieses Land uns so sehr viel angeht? Denn wir erleben ja enorm viele antidemokratische Vorstöße in einer Vielzahl von Ländern. Klammer auf. Wenn wir in unserem Kontext von Demokratie sprechen, meinen wir natürlich eine westlich-liberale Demokratie, wo ein Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, Übergriffigkeiten des Staates zu regulieren oder die Möglichkeiten des Staates, übergrifflich zu werden, zu regulieren. Es gibt eine Menge Demokratien, die haben eine andere Definition, das wissen wir alle. Entscheidung der Mehrheit. Ein Chef, der gewählt worden ist, vertritt diese Mehrheit und kann damit autokratisch eine Mehrheit repräsentieren. Wir reden nicht von diesem Modell, sondern von unseren sogenannten westlich-liberalen Demokratien. Wir gucken nach Ungarn und Polen, finden das schade, was da passiert. Mittlerweile werden auch einige kleinere Riegel vorgeschoben. Aber ist halt so. Wir gucken nach Frankreich, Schweden, nach Italien und hoffen einfach, dass es gut geht und nicht zu schlimm dort wird. Wir gucken in die Türkei und können nur sagen, schön blöd die Türken, denn damit entfernen sie sich noch viel weiter von einer möglichen Aufnahme, einer erhofften Aufnahme in die europäische Gemeinschaft. Und dann gucken wir nach Tunesien oder andere afrikanische Länder und stellen fest, ist nicht schön, aber im Grunde genommen alles ganz weit weg. Und dann gucken wir nach Israel, das ja auch nicht wirklich vor der Haustür liegt, und eifern uns. Wir werden sehr stark emotional. Wir erfahren eine große Empörung, wir erfahren eine große Enttäuschung. Warum ist es eigentlich so? Und wir können auch formulieren, dass es sich dabei nicht um eine deutsche Befindlichkeit handelt, sondern tatsächlich steht die westliche Welt auf den Hinterbeinen. Also es geht ja auch hier gar nicht mehr darum, dass wir als Deutsche mit einer gemeinsamen deutsch-jüdischen Geschichte uns besonders betroffen fühlen. Die weltweite, das weltweite Interesse ist aufregend und eben auch faszinierend. Und dazu würde ich gerne folgenden, es gibt bestimmt viele Schlüssel für das emotionale Interesse an Israel. Ich möchte euch einfach nur meinen Schlüssel dazu anbieten und darf dazu vielleicht ein paar Zeilen aus diesem famosen Buch vorlesen, das du, lieber Vido, eben erwähnt hast. Also nicht für Deutsche. Und dabei möchte ich den in meinen Augen zentralen Schlüssel für unser Engagement für oder auch gegen Israel anbieten, denn wir sind, ob wir es nun mit einem persönlichen Credo verbinden, wir sind natürlich alle Erben eines westlichen europäischen Christentums. Und dieses westliche europäische Christentum prägt natürlich auch unseren großen Freund und Partner, die USA, die von diesem westlichen christlichen Europa geprägt worden sind und bis heute geprägt sind. Und ich würde es so formulieren wollen, unser eigentliches Problem ist der Staat Israel. Und dazu lese ich einfach ein paar Sachen vor, also 3 Minuten, ja? Eigentlich ist es recht gut nachvollziehbar, wenn sich verschiedene Kirchen mit Juden und dem heutigen Staat Israel schwer tun.
Immerhin verstanden sich Christentum und Kirche, und da kommen wir her, verstanden sich Christentum und Kirche über fast 2000 Jahre Kirchengeschichte gemäß einer Substitutions-, also Ersatztheologie, als das neue Volk Gottes. Und genauso war es auch vom Kirchenvolk tief verinnerlicht worden. Juden hatten das Licht nicht gesehen und waren daher dazu verurteilt, mit ihrem Leben in Heimatlosigkeit und Verfolgung zu zeigen, wie sie von Gott, Ausrufezeichen, für ihren Unglauben bestraft werden. Interessanterweise formuliert noch im April 1948, 3 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und immerhin 3 Jahre nach einem der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte, formuliert der Bruderrat der Evangelischen Kirche Deutschlands, also eines der obersten Gremien der Evangelischen Kirche, Zitat jetzt: Israel unter dem Gericht ist die unauflösbare Bestätigung der Wahrheit, Wirklichkeit des göttlichen Wortes und die stete Warnung Gottes an seine Gemeinde. Dass Gott nicht mit sich spotten lässt, ist die stumme Predigt des jüdischen Schicksals, uns zur Warnung, den Juden zur Mahnung, ob sie sich nicht bekehren möchten zu dem, bei dem allein auch ihr Heil steht. Das ist kein schäbiger Antisemitismus, sondern lang eingeübte Glaubensverkündigung. Und jetzt entstand tatsächlich unter der Nase einer solchen kirchlichen Glaubenstradition ein Staat Israel, die Einsammlung des zerstreuten Volkes, eine Heimstätte für das jüdische Volk, ein jüdischer Nationalstaat. Was hatte sich Gott hier dabei gedacht? Die Beziehung zwischen Kirche und Judentum war und ist bis heute theologisch so aufgeladen, dass die Entstehung eines jüdischen Staates Israel nicht einfach als ein Produkt der politischen Verschiebungen des 20. Jahrhunderts eingeordnet werden konnte. Es musste ein Zusammenhang mit einem göttlichen Heilsplan bestehen. Nur was für einer? Die Betrachtung dieses neuen jüdischen Staatswesens stiftete in vielen Kirchen und ihrem Glaubensvolk Verwirrung. Wenn der Staat Israel kein Zufallsprodukt, sondern Teil eines göttlichen Heilsplans sein sollte, dann war der alte Bund Gottes mit seinem ersterwählten Volk vielleicht gar nicht aufgehoben. Bestand dieser Bund etwa doch weiter und musste jetzt neu gedacht werden? Aus dieser Frage resultiert eine revidierte Beschreibung des Bundes zwischen Gott und dem jüdischen Volk, wie sie neben vielen anderen in der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland 1980 formuliert wurde, und zwar als Einsicht, dass die fortdauernde Existenz des jüdischen Volkes, seine Heimkehr in das Land der Verheißung und auch die Errichtung des Staates Israel Zeichen der Treue Gottes gegenüber seinem Volk sind. Ich bin fast fertig. Wenn jetzt aber der Staat Israel in kirchlicher Betrachtung und Theologie mit einem Handeln Gottes in Beziehung gesehen wird, steht er natürlich unter besonderer Beobachtung, weswegen sein politisches Handeln an ethischen Maßstäben bemessen wird, die weit über den Standards allgemein politischen Handelns anderer Staaten auf dieser Welt liegen. Deswegen stehen viele Kirchen und kirchliche Gemeinschaften dem Staat Israel weiterhin skeptisch gegenüber. Diese Bedenklichkeit wird beispielsweise reflektiert in dem Nahost-Engagement des World Councils of Churches und seiner Überwachung der Menschenrechtspolitik Israels und so weiter. Also wir könnten hier noch nachlegen. Worauf ich hinaus will, ist, wir müssen uns einfach klar werden darüber, welche, vielen Dank. Ja, das würde ich gerne mal bekommen von euch. Wir müssen einfach klar werden, dass das, was im Augenblick hier in Israel passiert, ist ja erst einmal gar nicht wirklich so besonders. Es ist eigentlich genau das, was in vielen anderen Ländern auch passiert. Uns aber natürlich aufgrund unserer
europäisch-christlichen Herkunft besonders, ja, besonders persönlich angeht, denn die Existenz dieses Staates Israels ist eine immense theologisch, historisch, politische Herausforderung an unser kulturell transportiertes Weltbild, auch wenn wir uns dessen wahrscheinlich im Alltag gar nicht so sehr klar sind. Und das ist die Antwort auch von mir an Sie, Frau Trüppel, woher ich also diese enorme emotionale, dieses enorme emotionale Engagement ableite, das uns mit diesem Staat so oder anders verbindet und weswegen wir hier immer auch nochmal besonders hinschauen. In unserem deutschen Kontext gibt es natürlich noch die weiteren Aspekte, über die wir uns alle im Klaren sind. Ich denke aber nicht, dass das diese hohe emotionale Beteiligung erklären kann, mit der die halbe Welt gerade auf das schaut, was hier passiert. Und damit bin ich beim dritten Punkt, nämlich nennen wir es Perspektiven oder also Spekulationen zu den möglichen Perspektiven. Ist es okay, wenn ich dazu jetzt übergehe? Ich möchte einleitend dazu auch nochmal einen theologischen Begriff gebrauchen, den ich an unserem gemeinsamen Abend schon erwähnt hatte. Wir kennen alle den für viele Antisemiten problematischen Begriff des Lichtes für die Völker, sein Wollens, sein Sollens. Juden haben ja schon sehr früh begriffen, dass das auserwählte Volk nicht notwendigerweise ein Privileg ist, sondern eigentlich mit erstaunlich viel Haue verbunden ist, historisch gesprochen. Also offenbar muss es mit dieser Auserwählung was anderes auf sich haben. Und Juden haben relativ früh diese Auserwählung als eine Auserwählung zu etwas, nämlich zu einer Aufgabe, interpretiert. Und diese Aufgabe lautet, ein Licht für die Völker nicht zu sein, sondern ein Licht für die Völker werden zu sollen. Und jetzt mache ich den Sprung zurück zu unserer Tagespolitik. Als Doppelstaatsbürger bin ich eben auch Israeli und muss sagen, ich war selten so stolz auf diesen Staat wie in den letzten 3 Monaten. Denn gegenüber vielen autokratischen Entwicklungen in westlichen liberalen Demokratien erlebe ich dieses Aufbegehren in breiten Kreisen dieser Bevölkerung als etwas ganz Famoses, etwas Außergewöhnliches, Eindrucksvolles und auch Vorbildhaftes. Viele, viele Menschen sind bereit, auf die Straße zu gehen. Viele Menschen sind bereit, ihre persönliche Karriere aufs Spiel zu setzen, etwa im Militär, etwa in der Polizei, etwa in den verschiedenen offiziellen Gremien, Organisationen des Staates. Viele, viele Menschen investieren enorm viel Zeit, um sich in der Öffentlichkeit zu engagieren und eine noch breitere Öffentlichkeit zu involvieren. Das ist für mich Vorbild und das ist für mich ein kleines bisschen im Rahmen unserer westlich-liberal-politischen Denke ein Stück Licht für die Völker. Was passiert, und damit bin ich, wie gesagt, kurz vor dem Ende meines Impulses, was sind die möglichen spekulativen Entwicklungen für die nähere kommende Zukunft? Also, es ist bekannt geworden. Georg? Georg, entschuldige mal, ich kann dich nicht mehr hören. Geht das anderen auch so? Bei mir ist der Ton einwandfrei. Bei mir auch. Okay, dann muss ich bei mir was machen. Alles klar. Mach weiter, Georg. Okay. Wieder, ich hatte immer schon das Gefühl, dass die Kommunikation zwischen uns beiden problematisch ist. Naja. Also, Spekulationen. Vorab, ich bin natürlich genauso schlau wie 10 Millionen andere Israelis und auch nicht weniger, und auch nicht besser drauf als die halbe Welt. Ich kann nur meine Spekulationen anbieten und die schauen so aus. Bekannt geworden ist, dass die
jetzige Regierung sich mit der polnischen Regierung beraten hat. Das ist also jetzt kein Witz, sondern tatsächlich so. Und vielleicht erinnert ihr euch noch daran, als in Polen, ich weiß gar nicht vor wie vielen Jahren das jetzt war, 3, 4, 5, 6 Jahren, als da die ersten, ich sage jetzt mal einfach verkürzt, antiliberalen Vorstöße lanciert wurden, gab es vor dem Präsidialamt in Warschau eine Massendemonstration. Also 50.000 Menschen waren das. Das war viel für die Polen. Und die Regierung, weiß ich, Duba, Buba, ich kann die Namen nicht alle merken, die haben jedenfalls sehr schnell gemerkt, dass sie da ein bisschen vorsichtig sein müssen und haben dann ganz schnell das Tempo zurückgefahren und ihre antidemokratischen oder antiliberalen Gesetzesvorstöße in einer sogenannten Scheibchenpolitik weitergeführt, aber mehr oder weniger unter dem unmittelbaren Radar der Öffentlichkeit, bis man dann irgendwann gemerkt hat, sie sind am gleichen Ziel angekommen, aber die Energien, die unmittelbar bestanden, um sich gegen diese Vorstöße zu wehren, die hatte man abgefangen beziehungsweise auslaufen lassen, wie so eine Art Übung im Aikido. Und am Ende kam man dann dahin, wo man eben auch hinkommen wollte. Und eine Variante, die wir im Augenblick prüfen, ist die, dass die Regierung Netanjahu sagt, okay, vielleicht haben wir gerade etwas zu viel Gegenwind, aber wie lange werden die Leute diesen Gegenwind aufrechterhalten können? Dann ziehen wir einfach mal ein bisschen das Tempo zurück und machen diese Vorstöße eben in kleineren Dosierungen, ohne diesen enormen Gegenwind weiter ins Gesicht geblasen zu bekommen. Wobei das natürlich problematisch ist für die Regierung selber, weil für die Regierung selbst, denn einmal hat sich herausgestellt, dass die Öffentlichkeit dieser Regierung nicht mehr glaubt. Ich muss eine Klammer aufmachen. Wenn wir von Öffentlichkeit sprechen, sprechen wir natürlich immer nur von einem Teil der Öffentlichkeit. Wie in jedem Land gibt es eine große Vielzahl von Menschen, die einmal gar nicht wissen, was eigentlich passiert, denen es natürlich auch eher Schnuppe ist. Solange es ihnen nicht auf die Füße fällt, ist es bequemer, zu Hause Netflix zu gucken. Und wir sprechen deswegen schon von den gesellschaftlich engagierten Teilen der Bevölkerung, die allerdings sehr groß sind in Israel. Das muss man auch nochmal festhalten. Also Israel hat eine sehr große mobilisierbare Öffentlichkeit. Und was sich im Augenblick in die Öffentlichkeit einbringt, sind auch gesellschaftlich hochgradig relevante und einflussreiche Kreise. Und diese Kreise haben kein Vertrauen mehr in diese Regierung und glauben zu spüren, dass sie hier eigentlich betrogen werden sollen, auch durch ein Rückzugsmanöver, wie wir es kurz vor den Pessach-Ferien erlebt haben. Deswegen waren jetzt auch am letzten Samstag wieder Großdemonstrationen. Die waren etwas weniger, aber immerhin noch knapp unter den 500.000, die es vor den Pessach-Ferien gab. Also die Öffentlichkeit zeigt durchaus, dass sie nicht vorhat, den Druck herunterzunehmen. Und jetzt warten wir auf die kommende Woche, wo die Regierungsperiode wieder losgehen, die Sommerperiode wieder weitergehen soll. Also Spekulation 1, die Regierung versucht, sich zurückzuziehen, unwahrscheinlich, weil es würde ihr nichts nützen. Der zweite Grund, warum die Regierung eigentlich ihre Vorstöße nicht zurückziehen kann, ist, dass sich die entsprechenden Gruppen innerhalb dieser Regierung, also ultraorthodoxe und nationalreligiöse und auch Radikale im Rahmen dieser nationalreligiösen, so weit aus dem Fenster gehängt haben, dass sie schon jetzt immensen Druck aus ihrem eigenen Wahlvolk bekommen. Also der bekannteste nationale Religiöse bzw. Radikalinski ist ja Herr Itamar Ben-Gvir, und der steht unter einem fürchterlichen Druck aus seinem eigenen Wahlvolk, endlich auch Ergebnisse zu zeitigen. Und er hat bislang noch nichts anzubieten.
Und das, die Ungeduld der Menschen ist dann groß genug, um einen Druck entstehen zu lassen, der auch die Teilhabe an dieser Regierungskoalition dazu zwingen muss, hier weiter diese Vorstöße zu führen. Dazu kommt, dass ein Rückfahren dieser Justiz, ja, wir sagen leider alle Reformen, aber es sind ja keine Reformen, dass ein Rückzug von diesen Justizvorstößen den Ministerpräsidenten unter Druck bringt, denn er hat ja dieses ganze obskure Modell einer Koalition mit ultranationalen und ultrareligiösen nur eingegangen, um endlich von seinem eigenen persönlichen Haken herunterzukommen. Würde er diese Vorstöße jetzt zurückfahren zugunsten des Erhaltes einer Regierung, die sich gar nicht halten lässt, dann würde das bedeuten, dass er damit auch sein Prozess zügig weitergeführt wird. Wir können also im Rahmen meiner Spekulation davon ausgehen, dass unmittelbar nach diesen Ferien, das heißt also ab dem kommenden Sonntag, weitere Gesetzesvorstöße unternommen werden. In dem Augenblick, wo diese Gesetze in die dritte Lesung hinter sich gebracht haben werden und damit eigentlich erst zu gültigen Gesetzen greifbar werden, in dem Augenblick wird es Anfragen an die Gültigkeit dieser Gesetze beim Obersten Gerichtshof hageln. Schon jetzt liegen eine Vielzahl von solchen Anfragen an den Obersten Gerichtshof vor. Der Oberste Gerichtshof kann eigentlich nur diese Gesetzesvorstöße bzw. dann erlassenen Gesetze als ungültig, als nicht verfassungskonform erklären. Klammer auf, ich sagte gerade verfassungskonform. Israel hat ein sogenanntes Common Law, das sehr stark von dem englischen Law-Gesetz beeinflusst ist. Das heißt, es muss nicht notwendigerweise etwas geschrieben stehen, sondern auch Gewohnheitsrecht hat eine quasi konstitutionelle Gültigkeit. Und gegenüber dieser quasi konstitutionellen Gewohnheitsrecht in Verbindung mit dem sogenannten Grundgesetzen, die erlassen worden sind, hat der Oberste Gerichtshof genügend Hebel, um die gegenwärtigen Gesetzesvorstöße zurückzuweisen. Es wird dann zu einem Clash kommen, weil die Regierung damit wird natürlich dann hilflos dastehen und wird versuchen, ihre Instrumente, und das sind dann die Polizei und dann im Zweifelsfall auch die Armee, zu engagieren, um nun diese Gesetze auch durchzudrücken. Schon jetzt aber, und davon kann man ausgehen, haben sich die entsprechenden Leute öffentlich geoutet, dass sie im Zweifelsfalle mit dem Obersten Gerichtshof gehen. Und damit muss ich mal meinen, ich habe noch einen Punkt noch aufgeschrieben, Moment. Und damit wird es zu einem Generalstreik kommen müssen. Wir hatten bislang nur einen Tag eines solchen Generalstreiks und dann hat die Regierung Netanjahu sehr schnell den Rückzieher angetreten. Das Land weiß noch gar nicht, was ein wirklicher Generalstreik sein würde, auf den es aber hinsteuert. Und ein solcher Generalstreik muss dann mehr oder weniger zwangsläufig zu Neuwahlen führen. Wir haben stehen wir also vor Neuwahlen. Dabei hat sich herausgestellt in Meinungsumfragen, dass die gegenwärtige Koalitionsregierung, die gerade 64 Sitze von den 120 Knesset-Mandaten besetzt, auf Mitte 40, also auf 43, 44 Mandate abfallen wird. Es ist insgesamt kein
kein Armutszeugnis für Regierungen, auch für Ministerpräsidenten, für Staatspräsidenten, wenn sie in der öffentlichen Meinung erst einmal abfallen. Wir erleben das in den USA, wir erleben das überall auf der Welt. Denn wenn Regierungen konstruktiv unpopuläre Maßnahmen ergreifen, wird ihnen das bei Meinungsumfragen erst einmal negativ quittiert. Hier haben wir allerdings eine andere Art des Absinkens der öffentlichen Zustimmung, weil es sich um sogenannte eingeschworene Stammwähler handelt. Und schon jetzt haben sich viele, viele der Likud-Wähler, die ja immerhin die Hälfte der gegenwärtigen Koalition darstellen, öffentlich von ihrer eigenen Partei distanziert. Ja, vielen Dank. Mir fehlt doch noch ein Gedanke, bitte. Finden denn überhaupt Ausgleichsgespräche zwischen der Opposition und Netanyahu statt? Oder hat er im Kopf, Ausgleichsgespräche mit der Opposition zu führen, dass man vielleicht doch ein anderes Reformpaket schnürt? Glaubst du das? Ist das nur ein Scheingefecht? Oder was passiert da gerade? Also, diese ganzen sogenannten Kompromissvorschläge sind ein einziger Unfug. Und gegenwärtig gibt es auch einen ziemlich großen Ärger gegenüber dem Staatspräsidenten Herzog, der versucht, Kompromisse anzubieten, auf die sich die Opposition eingelassen hat, weil sie wollten nicht diejenigen sein, die diesen Vorstoß als erste absägt. Aber wisst ihr, es ist ein bisschen so, wie du beschließt, vom Dach zu springen. Und ich finde das eine schlechte Idee und biete dir an, statt von der 12. Etage einfach nur von der 6. Etage zu springen. Das heißt, es gibt Kompromisse, die sind keine Kompromisse. Und wie meine Frau es eigentlich auch auf eine sehr schöne Weise formuliert hat, natürlich kann eine Demokratie nur existieren, weil sie auf Kompromissen aufgebaut ist. Es kann aber keine Kompromisse gegenüber der Demokratie geben. Und alles, was im Augenblick an Kompromissen vorgedacht wird, angeboten wird, ist im Grunde genommen genau mein Modell, was ich dir eben angeboten habe. Spring doch bitte schön von der sechsten Etage und nicht von der 12. Etage. Und auch das wird zunehmend begriffen, dass es sich hier eine so grundsätzliche Fragestellung geht, dass hier auch nicht mit Kompromissen, dann darf der erste oberste Richter von der Regierung gewählt werden, der zweite nicht und der dritte dann wieder und. Das sind alles keine Kompromisse, es sind im Grunde genommen Variationen des gleichen Irrsinns, nämlich die Judikative so oder anders unter die Direktive der Legislative zu bringen. Ja, gute Erklärung. Vielen Dank. Wenn du soweit bist, nimm die dritte Etage, dann brichst du dir nur die Beine. Ja, immerhin. Ne? Ich denke, wir gehen einfach in die Diskussion. Als Erster hat sich gemeldet Helga Trüpel. Helga, bitte schalte ich dazu. Ja, danke, Vido. Ich fange mal gerade mit dem Letzten an, was Georg gesagt hat. Es geht um das Prinzip der Demokratie und da kann es keine Kompromisse geben. Ich würde erst mal dagegen sagen, auch das ist eine machtpolitische Frage. Eine Frage der Machtpolitik. Dankeschön. Also siehe Ungarn und Polen, es hat auch dann immer damit zu tun, jetzt in eurem Fall in Israel, wenn diejenigen in der Gesellschaft, und ich sympathisiere ja voll mit denen, sich damit durchsetzen können und Neuwahlen erzwingen können und Likud und die Rechten verlieren, dann habt ihr das gewonnen. Wenn das nicht gelingt und die andere Seite entweder diese Reform durchsetzt mit irgendwelchen taktischen Spielchen, Kleinarbeiten wie in Polen oder so, dann kann es anders ausgehen, was ich persönlich jetzt nicht möchte. Aber erstmal glaube ich, auch das ist letztendlich eine Frage der politischen Macht. Wer kann sich mit was durchsetzen und wer kann welche Mehrheiten mobilisieren? So, jetzt habe ich zwei andere Fragen noch.
Du bist ja auch oder hast Theologie studiert, diese ganze theologische These der Singularität des israelischen Volkes und warum die so besonders sind, was sich daran knüpft an Fantasien der Zustimmung und der Ablehnung. Ich glaube, dass im Fall von Israel, auch wenn das ein wahnsinnig wichtiger Topos ist, die politischen Projektionen immer noch dazukommen. Die einzige Demokratie im Nahen Osten, Vorposten der USA, also von links schwer kritisiert, gleichzeitig die Enttäuschung der Linken, dass der Kibbutzim-Sozialismus nicht alles irgendwie umgekrempelt hat. Also diese Melange kommt ja neben dem theologischen Narrativ noch dazu und macht es, glaube ich, deswegen von links und rechts und dann natürlich noch die Holocaust-Geschichte so besonders und anders als viele andere Länder in der Welt. Zweite Bemerkung, du hast gesagt, die ganzen Identitätsfragen, die alle westlichen Gesellschaften durchschütteln. Ja, das ist so. In Europa gibt es ja die These, dass diese Identitätskrise damit zusammenhängt, dass nicht wirklich klar ist, wer zum Wir dazu gehört. Also ich sage es mal ein bisschen platt, der Islam gehört dann eben nicht dazu, die Flüchtlinge und viele Migranten und wenn sie Muslime sind, gehören nicht dazu. Das ist in USA ein bisschen anders, weil da im Alltagsleben die Muslime ja besser integriert sind als in vielen europäischen Ländern. Aber nach 9/11 hat der politische Konflikt mit diesem islamistischen Dschihad eine Riesenrolle gespielt. Das ist in Europa auch so, aber da kommt das ganze lebensweltliche Problem mit den Muslimen hinzu. Und in Israel ist es ja dann die Frage Palästinenser oder arabische Israelis, jüdische Israelis. Das Flüchtlingsproblem habt ihr ja irgendwie, auch wenn es ein bisschen da ist, aber ziemlich weggeschafft. Darum meine Frage an dich. Würde diese These stimmen, dass es da auch in Israel um die Frage geht, wer gehört zum Wir? Oder ist Israel da doch mehr besonders als die anderen westeuropäischen Staaten, die diese Wir-Identitätskrisen haben? Das war's. Danke. Also du warst bis schon an dem Abend, hatte ich dem Hermann gesagt, unangenehm aufgefallen. Also ich will, du hast ja einen Rahmen angeboten für die Fragestellung, in die du das hast einmünden lassen. Vorab, alles, was ich gesagt habe, ist natürlich zugunsten einer, also war der Reiseführer, der versucht, ein bisschen holzschnitzartig zu arbeiten, um nicht bei zu vielen Aspekten eine Art Hauptidee aus den Augen zu verlieren. Könntest du die letzte Frage, auf die du das zusammengefasst hast, nochmal formulieren? Ja, also in der europäischen Debatte hat es in den letzten Jahren angesichts der Identitätskrisen in den Demokratien, insbesondere in den westeuropäischen, aber es ist nicht darauf beschränkt, die These gegeben, es ist letztendlich eine Frage des Wirs in der Gesellschaft. Wer gehört dazu und wer nicht? Das macht sich besonders fest an den Muslimen und am Terror des islamischen Dschihads oder des politisierten Islam. Aber es begrenzt sich nicht darauf, weil es zu viele Flüchtlinge, Migranten gibt, die Muslime sind und viele wollen die einfach nicht. So, also ist immer die Frage, wer gehört zum Wir in den europäischen Gesellschaften, wer gehört nicht dazu? Und meine Frage an dich war, ist das in der israelischen Gesellschaft auch so? Weil da gibt's ja auch einen Konflikt zwischen Juden und Muslimen. Aber gleichzeitig ist die israelische Gesellschaft ja in Teilen doch ziemlich anders, auch was Flüchtlinge und Migranten angeht, als die westeuropäischen Gesellschaften. Darum war meine Frage, diese Grundthese, die muss ja auch nicht richtig sein, dass die Frage des Wirs für den Zusammenhalt in Europa und auch die rechten Tendenzen überall so entscheidend ist. Ist es in Israel vergleichbar? Ich weiß nicht, ob ich in die Vergleichbarkeiten einsteigen will. Man kann vielleicht Folgendes sagen. Und das hatte ich versucht, in dem ersten Teil ein bisschen anzusprechen. Also Netanjahu hat tatsächlich eine unglaublich erfolgreiche Spaltungspolitik betrieben. Und diese Spaltung in der israelischen Gesellschaft, für die sich ein bisschen mit der israelischen Geschichte auskennen, alles bloß nicht Mapai. Okay?
Also wir leben bis heute von dem Trauma der Mapai-Oligarchie, wobei natürlich das alles völliger Unsinn ist. Diese Mapai-Leute haben den Staat aufgebaut und die haben unter den möglichsten Bedingungen geschafft, was sie geschaffen haben. Aber es ist wie eine Art Grundfaden in der israelischen Gesellschaft, die immer wieder auch aktiviert werden kann, bloß nicht Mapai. Und die gesamte, das kann man also in der Vereinfachung durchaus so formulieren, die gesamte Identitätenspaltung in der israelischen Gesellschaft wird damit betrieben, linke aschkenasische Aristokratie, Finanz- und Bildungsaristokratie, in die dann entsprechend auch die Führungskräfte in der Armee und in der oberste Gerichtshof reingerührt wird, gegen das bis heute unterdrückte dritte, vierte, fünfte Israel. Jeder kann sich aussuchen, welchen Platz er setzen will. Aber alle Unterdrückten dieser Gesellschaft wissen bloß nicht dieses Mapai-Establishment. Und das hat sich zu einer anti-intellektuellen und anti-demokratischen Bewegung entwickelt, die ganz klar nun auch autokratische Züge gewinnt. Da ist der charismatische Führer, der die Underdogs in die Befreiung führt. Und diese Rolle hat sich Netanjahu auf eine grandiose Weise angeeignet, wie eigentlich fast alle Autokraten das leisten fürs Volk, aber eben für die Armen dieses Volkes, dass der Likud seit 40 Jahren an der Regierung ist und eigentlich seine Klientele erstaunlich schlecht behandelt hat und für die noch erstaunlich wenig bei herumgekommen ist, hat alles in diesen entsprechenden Kreisen keine Gültigkeit gegenüber diesem tiefen und immer wieder neu aufgekochten und kultivierten Hass gegenüber der aschkenasischen Elite. Die zweite Aspekt ist der, den du auch erwähnt hast, welche Rolle spielen Flüchtlinge? Es gibt einen famosen Satz, der sagt, Israel liebt die Einwanderung, aber nicht die Einwanderer. Und jede Einwanderungsgruppe kriegt erst einmal richtig Haue und wird schlecht behandelt und wird diskriminiert oder fühlt sich diskriminiert, muss schwer arbeiten. Und diese Leute haben dann die Möglichkeit, sich für zwei Dinge zu entscheiden. Entweder sie arbeiten sich aus der Diskriminierung hoch oder sie kultivieren die Diskriminierung als kulturelles Erbe. Wir haben also, und das ist tatsächlich einfach auch eine Mentalitätenfrage, ich mache eine Klammer auf, wenn ihr einen richtigen Rassisten erleben wollt, dann müsst ihr einfach in meine Richtung gucken. Also ich lebe mit Orientalen und habe da sehr viele Erfahrungen auch gemacht und auch die Erfahrung eben dieses kulturell konservierten, tradierten Underdog-Feelings, wir sind nur, weil wir vor 40 Jahren schlecht behandelt worden sind. In meinem Wohnviertel, und ich wohne in einem sehr ärmlichen Teil von Jerusalem, also die Eltern unter uns, ich glaube, ich hatte das bei unserem Vortrag ja erwähnt, neue Heimat, also mit mir, nur in meinem Block wohnen 54 Parteien und ich kenne die alle, weil ich immer wieder Unterschriften für verschiedene Initiativen einsammeln muss. In meinem Viertel wohnen 54 Parteien, in meinem Block. Und wir haben noch 7 andere gleich neben uns. Und die Mehrzahl der Einwohner dort sind eben aus Marokko, aus Kurdistan, aus Algerien und aus, wieder vergessen, jedenfalls orientalische Juden. Interessant ist, dass Anfang der 90er Jahre, weil es so ein ärmliches Viertel ist, sehr viele russische Neueinwanderer hineingekommen sind. Und über einen Zeitraum von etwa 10 Jahren konnte man bei uns Klarinette und Klavierspielen hören, weil auf einmal waren da die Russen. Interessanterweise sind diese Russen alle weg. Die haben sich nämlich hochgearbeitet und haben das realisiert, was sie eigentlich realisieren wollten, nämlich eine bessere Zukunft für ihre Kinder. Und die fanden sie nicht in meinem Wohnviertel. Und die haben auch keinen pflegen auch keinen kulturell sich konservieren und sich
kultivierenden Diskriminierungskomplex, sondern die sagen, okay, ist halt schwierig, Neuanfang ist immer schwierig, und dann arbeiten wir halt und machen was draus. Also insofern haben wir da also auch auf jeden Fall ein hohes Potenzial für Demagogen, diesen orientalischen Frust aus den 50er Jahren regelmäßig zu bedienen und neu aufleben zu lassen. Und das würde ich ohne Abstriche so formulieren. Ja, vielen Dank. Gute Erklärung. Aber es fehlt noch was dazu, denn eine Frage kam im Chat. Viele sind da möglicherweise nicht mit vertraut. Was ist Mapai? Das solltest du kurz noch erklären. Okay, Mapai war die Partei von David Ben-Gurion, die nach 1948 die Grundlagen des Staates gelegt hat und die Regierung Israels ausgestaltet hat bis zum Sommer 1973 und dem Regierungswechsel von Mapai beziehungsweise der Nachfolgepartei von Mapai zum Likud hin. Also die ersten Jahre 1948 bis 1973 sind von der Mapai und ihrer Nachfolgepartei ausgestaltet worden. Und dieser Partei gegenüber besteht dieser große Vorbehalt. Mapai steht für den sozialistischen Staat Israel, den säkularen Staat Israel, den demokratischen Staat Israel, die Kibbutz-Bewegung, die Moschav-Bewegung, weniger die letztere. Also jedenfalls für das weiße europäische Israel, das diesen modernen Staat Israel erst einmal ins Leben gerufen hat. Ja, vielen Dank. Das war eine gute Erklärung. Bevor Hermann gleich drankommt, noch mal eine kurze Bemerkung. Richard Schneider sagte vor kurzem in einem Vortrag, er sei über den Kamelmarkt gegangen und sei angebrüllt worden, als er was kaufen wollte. Hau ab, du Aschkenazi. Ja, also das ist das, was du vorher gesagt hast. Und das nur als Sprungbrett gebraucht, diesen kleinen Schwenker noch zu machen. Was auch Netanjahu auf eine grandiose Weise gelungen ist, also wenn früher Nazi richtig ein doofes Wort war und Araber, ja, also Araber war das Allerschlimmste und womit man damals ja auch den Peres versuchte ein bisschen zu delegitimieren, indem man sagte, die Mutter von Peres war eine Araberin, so ist heute links. Also die Verbindung von links und Verräter ist mittlerweile im Bewusstsein, im Sprachgebrauch so eindeutig geworden, dass ich kaum noch jemand heute also öffentlich als Linker beschreiben würde, weil er damit im Konsensus, der entstanden ist, eigentlich sich von vornherein disqualifiziert. Da hat also Netanjahu Enormes geleistet. Gut, hat er gut gemacht, was? Ja, also Hermann, du bist dran. Vielen Dank, Guido. Ich habe zwei Fragen, die auch mit der gegenwärtigen Situation zusammenhängen. Du musst etwas, ich höre dich nur sehr, sehr gedämpft irgendwie. Ja, ich versuche lauter und langsamer zu sprechen. Lauter, langsamer und ins Mikrofon. Zwei Fragen. Die erste ist, gibt es nach den Ereignissen der letzten Monate überhaupt die Möglichkeit, in den Modus der Grauzone wieder zurückzukehren? Oder ist da etwas geschehen, was das unmöglich macht, sodass beide Seiten eigentlich darauf angewiesen sind, diese Entscheidungsschlacht entweder so oder so zu führen? Und dann wird es auch kein Zurück zur Grauzone geben? Oder wie sind die Überlegungen in der Opposition? Wo will man wieder hin? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wir haben ja viel gehört über die Terroranschläge in Israel, auch die Raketen aus dem Libanon und aus Gaza. Wirkt sich das aus auf das Standing von Netanjahu und der Opposition? Hat es überhaupt eine Auswirkung und wenn ja, welche? Okay, Grauzonenpolitik. Vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Regierung, das war eine sogenannte Technokratenregierung, wo sich dieses wunderbare Konglomerat von wirklich extrem gegensätzlichen, eigentlich überhaupt nicht miteinander zusammenpassenden Parteien unter dem gemeinsamen Nenner zusammengetan hat. Kein Netanjahu. Wir müssen überhaupt erst einmal wieder Grundkonsensus stiften. Deswegen hatte die letzte
Regierung praktisch alle grundsätzlichen Themen, die für die Gesellschaft relevant sein müssten, mehr oder weniger ausgeschlossen, um erst einmal überhaupt wieder eine normale Regierungskultur entstehen zu lassen. Wenn man sich heute die Diskussion in der heutigen Knesset anschaut, also die Israelis waren schon immer dafür bekannt, sehr lebendige Knesset-Diskussionen zu führen, aber was sich in den letzten Jahren da abspielt, ist also schlichtweg unfein. Und da hatte man versucht, nun erst einmal eine gewisse, wieder einen Konsensus entstehen zu lassen. Und auf deine Frage hin, das würde mit Sicherheit bedeuten, erst einmal wieder über einen gewissen Zeitraum auf Grauzone zu setzen, um eine zu schnelle Radikalisierung der Positionen zu verhindern. Das Zweite, das war gewesen, Sicherheit, was du ansprichst, ist im Grunde genommen das Thema Sicherheit. Ich darf vielleicht eine Anekdote dazu erzählen, weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, ich mache sie kurz. Vor Ende der 90er Jahre war ich noch als Reiseführer unterwegs und war für eine der besseren, bekannteren arabisch-christlichen Agenturen in Jerusalem unterwegs, nach Eilat mit einem arabischen Fahrer, um dort eine Gruppe abzuholen. Und weil ich bis heute einen fantastischen Akzent spreche und auch dermaßen deutsch ausschaue, dass mir also das Germanentum aus den Augen spritzt, war ich bei den Fahrern natürlich sehr sympathisch, weil Deutsch ist für den Arabern weiterhin eine gute Karte. Und dann sagte mir dieser Fahrer, im Herbst, 2000, kurz nach dem Abzug der Israelis aus dem Südlibanon. Und dann sagte dieser Fahrer doch, die israelische Armee, die seien aus dem Südlibanon abgehauen wie die Kaninchen auf dem Felde. Und das war hochspannend. Wenn ihr euch erinnert, den Abzug aus dem Südlibanon hatte eingetütet der höchst dekorierteste Soldat in der israelischen Geschichte, der dann später Generalstabschef wurde, dann Verteidigungsminister wurde und dann Ministerpräsident wurde, wir wissen den Namen Ehud Barak. Also wenn jemand wie Ehud Barak entscheiden konnte, dass ein Abzug aus dem Südlibanon sicherheitspolitisch zu rechtfertigen ist, dann hatte der bestimmt ein paar gute Gründe. Das Spannende war jetzt für mich, wie dieser arabische Fahrer, mit dem ich auch persönlich sehr gut befreundet war, diese Situation interpretiert hat, nämlich nachdem die Hezbollah genügend Druck auf die armen Israelis ausgeübt hat, haben die also ihre Hinterbeine in die Hand genommen und sind davongelaufen. Es ist kein Zufall, dass 3 Monate später die zweite Intifada ausbrach, die den größten Schaden für die palästinensische politische Zukunft zur Folge hatte, den man sich nur vorstellen kann. Warum jetzt sage ich das? Es geht um Perception, um Wahrnehmung. Es geht um Wahrnehmungen. Und auch wenn mit Sicherheit in Israel kein Bürgerkrieg aussteht, auch wenn das, was gerade passiert, eine extrem vitale Selbstäußerung von einer lebendigen Demokratie bedeutet, wird das, was wir an innerer Diskussion haben, von der Hamas und von der Hezbollah und von den Syrern und von den Iranern, als ein sehr starkes Schwächezeichen Israels, also eine Art Selbstaushöhlung, interpretiert. Und deswegen ist das, was gerade passiert, wirklich hochgradig gefährlich, weil die entsprechenden Parteien im Ausland, also Hamas, Hezbollah und was ich genannt habe, hier eine völlig andere Interpretationsfolie drüber legen, als das, um was es sich eigentlich handelt, nämlich eine interessante, starke innerisraelische Diskussion. Wenn irgendeiner von den Leuten morgen gegen Israel zu Felde ziehen würde, würden die Israelis wie aus dem Reflex heraus den Schulterschluss machen und dagegenhalten. Aber
weil die Perzeption, die Wahrnehmung im Augenblick, die ist, Israel ist geschwächt und hat keine Power, sich wirklich auch gegen was zu verteidigen, trauen sich im Augenblick eine ganze Reihe von Leute Dinge, die sie vernünftigerweise nach unserer westlichen Wahrnehmung sich also mit Sicherheit eher nicht trauen sollten. Also wir haben da eine, also es ist kein Zufall, dass der Sicherheitsapparat die Regierung davor warnt, weiterzumachen mit dem, was sie macht, nicht nur, weil sie alles ausgewiesene Demokraten sind, sondern weil sie sagen, das, was wir im Augenblick hier mit uns erleben, setzt fürchterliche Signale gegenüber einer uns weiterhin nicht wohlwollend gesinnten Welt um uns herum. Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Hermann, ich denke, ich weiß nicht, ob du dazu noch eine weitere Bemerkung machen willst, aber ich fand das ganz ordentlich beantwortet. Georg, eine Frage. Du hast vorhin in deinem Vortrag gesagt, dass den radikalen Kräften bisher gar nichts gegeben wurde. Der Itamar Ben-Gvir hätte nichts bekommen. Er hat doch die Zusage bekommen für so eine eigenartige Miliz von 2000 Leuten, die unter seinem Kommando stehen sollen und dann mit Aufgaben betraut werden sollen, die so kriminelle Elemente der Politik und der Gesellschaft bekämpfen sollen. Wie steht's denn damit? Ist das nicht auch ein Versprechen an ihn, aber gleichzeitig ein Aufbringen der demokratischen Gesellschaftskräfte, dass sie weiter protestieren? Kannst du dazu mal was sagen? Bei dem gegenwärtigen Viehmarkt, den wir haben, und der begann tatsächlich Regierungsverhandlungen ab Dezember, bekommt eigentlich jeder von Netanjahu, was er haben möchte. Er muss einfach nur hier schreien, ich brauche das, und bekommt es auch. Und das habt ihr mitbekommen, Ben-Gvir hatte sich nur darauf eingelassen, diese Gesetzesvorstöße erst einmal zu stornieren, also kurzfristig zu stornieren, gegen dieses sehr obskure Versprechen einer eigenen Privatarmee. Und das kann man auch nicht anders nennen. Übrigens, diese Art von Privatarmee ist gar nicht so sehr für den Ben-Gvir, sondern die will der Netanjahu selber haben. Und allein schon vor dem Hintergrund, dass er natürlich merkt, dass die Polizei zunehmend Fragen stellt und auch nicht so einfach bei allem mitspielt, was man ihr sagt, und dass die Armee auch möglicherweise wackelt, was also ihre Bootsmäßigkeit anbelangt. Und da ist es natürlich schon was Feines, wenn man eine eigene kleine Privatarmee ins Rennen führen kann, die Demonstranten einschüchtert und mal eben draufhaut, da wo es notwendig erscheint. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, dass es eine solche Privatarmee überhaupt geben wird. Trotz der Zusage. Was denn? Trotz der Zusage, die... Ja, aber Zusagen gibt es noch und nöcher. Also, wenn man einfach mal schaut, ich müsste aber selber hinterfragen, aber die Fülle der Zusagen an die Koalitionsparteien sind so unendlich groß. Und de facto kann... Deine Frage ist natürlich völlig berechtigt. Die jetzige Regierung ist gewählt worden, weil sie versprochen hatte, persönliche Sicherheit und ein wirtschaftliches Besserergehen. Beides waren große Wahllügen, weil die Wirtschaft florierte wunderbar und die persönliche Sicherheit ist bis auch nicht besser geworden unter dem, was wir in den letzten Wochen erleben. Die Regierung hat aber ihr Wahlversprechen dahingehend geändert, dass sie das, was sie versprochen hatte, erst einmal zur Seite gebracht hat, um ein völlig neues Kaninchen aus dem Hut zu zaubern, nämlich diese Justizreform. Das heißt, sie ist voll und ganz identifiziert mit dem Kreuzzug der Demokraten gegen einen illegitimen obersten Gerichtshof und einen nicht demokratisch gewählten Justizapparat. Da hängen die Aktien.
Und wenn die jetzige Regierung diese Aktien nicht einlöst, dann steht sie ohne Ergebnisse hilflos im Raum. Und deswegen wird sie daran gemessen werden, ob es ihr gelingt, diese Justizreform durchzudrücken oder nicht. Gut, dazu hast du allerdings schon vorausgesagt, dass, wenn sie durchgedrückt wird, das oberste Gericht eingreifen wird, das als nicht verfassungsgemäß kennzeichnet, obwohl es keine Verfassung gibt, aber du hast es ja erläutert, und dass dann diese Krise ausbrechen würde, eine quasi Verfassungskrise. Du hast spekuliert, dass es dann zu einer Neuwahl kommen könnte, die dann möglicherweise im Zusammenhang eines Generalstreiks stehen würde. Dazu müsste aber dann Netanyahu mit seiner Regierung zurücktreten. Traust du ihm das zu oder wird er zurückgetreten? Also die Frage ist berechtigt und ich muss gestehen, ich hatte gehofft, sie wurde nicht gestellt. Aber weil ich selber nicht einschätzen kann, wie sowas eigentlich ausschauen wird oder ausschauen müsste. Ich kann nur sagen, wenn es zu einer solchen konstitutionellen oder pseudokonstitutionellen Krise kommt und die Regierung versuchen wollte, irgendetwas durchzupowern, wozu sie aber keine Instrumente mehr in der Hand hat, dann kann die eigentliche Reaktion der Öffentlichkeit eben tatsächlich nur dieser besagte Generalstreik sein. Was macht eine Regierung, wenn sie was sagt und keiner macht, was sie will? Also ich bin in einem fortgeschrittenen Stadium der Spekulation. Was macht eine Regierung, der signalisiert wird, ihr könnt sagen, was ihr wollt, wir machen nicht, was ihr wollt. Und diese Öffentlichkeit hat aber den Zuspruch, den juristischen Zuspruch des obersten Gerichtshofes. Ich meine, die können sich natürlich dann, wie heißt dieser Billardplatz vom Golfplatz vom Trump, ja, die können sich natürlich in die Knesset verschanzen. Aber was macht eine Regierung, wenn keiner auf sie hört? Also ob die dann formal sagen, okay, wir geben auf, Neuwahl, oder wahrscheinlich jetzt, ich glaube, die Antwort kann nur die sein, wenn es zu so einer solchen konstitutionellen Krise kommt, kann eigentlich nur der Staatspräsident, der als wie in Deutschland eigentlich ja nur eine repräsentative Funktion hat, aber trotzdem auch eine gewisse Kompetenz, der Staatspräsident wird dann wahrscheinlich die Regierung auflösen müssen. Okay, danke. Gemeldet hat sich Jan Kranefeld. Jan, du bist dran. Ja, vielen Dank. Und ich möchte mich als erstes auch bedanken für die sehr lebendigen Ausführungen, die du uns hier gerade dargestellt hast. Ich habe ein bisschen eine Frage zu deiner Beobachtung, dass es in der israelischen Gesellschaft gerade eine Absage an dieses säkulare Denken gibt. Und andererseits sehen wir natürlich ganz klar diese große Protestbewegung. Und es ist schon klar, die haben alle Israel-Fahnen dabei, also es ist schon irgendwie ein nationaler Protest, die positionieren sich jetzt öffentlich nicht so links. Aber meine Frage ist eigentlich, wer demonstriert da? Sind das die eigentlichen Mapai-Anhänger, die da aber nicht dazu stehen können? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also erst einmal wollte ich nicht sagen, dass die Theokraten gerade am Gewinnen sind. Die Theokraten vertreten in den ultraorthodoxen Parteien plus der sephardischen Partei Schass, haben nur gerade das Gefühl, nicht mehr wie in der Vergangenheit nur Zünglein an der Waage zu sein, sondern integraler, zentraler Bestandteil dieser Regierung zu sein, was ihnen ein Einspruchsrecht gibt in ihrer Wahrnehmung, nun auch massive Gesetzesvorstöße durchzudrücken. Also, dass aber im Rahmen von Identitätspolitik auch das Thema Religion eine Rolle spielt, das ist tatsächlich richtig. Und es gibt breite Kreise in der Bevölkerung, die zunehmend sagen, Religion ist doch gar nicht so doof, wie sie zu der Gründerzeit, zu der Gründung des Staates Israel angesehen wurde.
Ja, wir haben die Anzahl der Menschen, die eine Kopfbedeckung tragen, also diese Kippa, oder Frauen, die mit irgendwelchen verschiedenen Kopfbedeckungen auf der Straße laufen. Das ist schon mehr geworden, wobei Jerusalem natürlich auch nochmal ein eigenes Pflaster ist. Also Jerusalem ist sowieso, abgesehen von dem etwa 40% arabisch-palästinensische Einwohner, überwiegend religiös dominiert. Auch das, was wir als säkulares Publikum beschreiben, ist natürlich nicht säkular, sondern überwiegend traditionell. Das war nur, um das mit dem, also es gibt ein Identitätsthema, wo, also sagen wir mal, die religiösen Gruppierungen zunehmend mehr Fahrwind bekommen und versuchen, ihre Agenda durchzuziehen. Aber es ist immer noch 60% der Bevölkerung sind, oder noch mehr, sind weiterhin säkular, stehen aber unter einem kräftigen Anmarsch seitens der Religiösen. Was war die andere Frage gewesen, Entschuldigung? Also die andere Frage war gewesen, was sind das für Leute, die da jetzt gerade demonstrieren? Sind das nicht säkulare oder eher liberal denkende Menschen? Ich frage mich auch so ein bisschen, es gab die große Einwanderungswelle aus Russland. Da müssten doch eigentlich jede Menge Leute dabei sein, die auch eigentlich diese alten Werte noch vertreten bei den Demonstrierenden. Ist das so oder wer demonstriert? Also die Russen sind immer schwierig bei uns. Also in dem Sinne, das meine ich jetzt, ist nicht suffisant. Die bringen tatsächlich eine sehr Anti-Demonstrations-Tradition mit. Also es ist sehr schwer, Russen auf Demonstrationen zu finden. Ich war sehr aktiv bei den sogenannten Balfour-Demonstrationen gegenüber dem Haus von dem Ministerpräsidenten. Die Russen traten da nicht an. Um aber auf die Frage von dir zu antworten, was auffällig ist, und ich meine, also wenn ich sagte 500.000 Menschen, die jetzt mehr oder weniger mal ein paar hundert mehr, ein paar hundert weniger, aber das ist so die Zahl, die man als Hausnummer angeben kann für die, was im Augenblick auf die Straße geht. Und wahrscheinlich, wenn die Regierung gerade weitermachen sollte, nochmal rapide ansteigen wird. Das sind mittlerweile alle Kreise der Bevölkerung, überwiegend säkular, die, zumal die Säkularen sowieso immer noch den größten Bevölkerungsanteil ausmachen. Aber wir haben führende Sprecher auf den Demonstrationen, die kommen aus dem ultraorthodoxen Bereich. Wir haben Viktor Liebermann, der sich bislang immer vorsichtig als Russenvertreter zurückgehalten hatte, war jetzt als Sprecher auf einer der Demonstrationen in Tel Aviv. Dass die Russen kommen jetzt auch aus dem Quark. Wir haben viele, viele enttäuschte Likud-Wähler, die als Protestierende und mittlerweile auch als Sprechende an den Demonstrationen teilnehmen. Nochmal, es gibt einen breiten Bodensatz von Bevölkerung, die einfach apathisch sind, aber das ist wahrscheinlich überall auf der Welt. Die, wo demonstrieren, kommen mittlerweile aus allen Bereichen der Bevölkerung. Ja, vielen Dank. Mhm. Ja, vielen Dank, Georg. Natürlich ist die Zahl der Protestierenden in Israel ungeheuer groß. Man muss das mal mit Deutschland vergleichen. 4 Millionen. 4 Millionen im Schnitt. Mhm. Ja. Ja, 4 Millionen. Man muss mal vorstellen, in Frankreich gehen vielleicht 4 Millionen wegen der Rente, die Macron undemokratisch durchgesetzt hat, der Rentenalterveränderung auf die Straße. Aber in Deutschland kann ich mich nicht erinnern, dass wir... Und über was für einen Zeitraum gehen unsere französischen Freunde auf die Straße, nicht? Ja. Also es ist ja, weil das eigentlich Spannende ist ja nicht einmal eine große Demonstration hinzukriegen, was für sich genommen schon eindrucksvoll genug ist. Ja. Aber diese 500.000 sind ja mittlerweile... ein Dauerphänomen. Viele von denen gehen ja sogar mehrfach die Woche demonstrieren. Ja. Wir haben mittlerweile zweimal die Woche Demo. Die Hauptdemo ist samstags abends, aber auch über die Woche Hunderttausende. Mhm. Ein alter Freund von mir, 86 Jahre alt, steht auf der Straße und hat ein großes selbstgemachtes Schild. Und da steht dann unter anderem drauf: Bleibt den Prinzipien der Unabhängigkeitserklärung treu. Spielen diese Prinzipien, die Aussagen der Unabhängigkeitserklärung, eine Rolle auch im Rahmen von dem möglichen Verfassungsrang? Ja. Da steht, ja. Bedingt offiziell, im Grunde genommen aber sehr wohl.
Und es ist, weil es sind die einzigen in dem Sinne einer Verfassung ähnlichen ethischen Grundprinzipien, die eine Gemeinschaft sich selber setzen kann. Ja. Mhm. Okay, danke. So, vielleicht noch, wir haben jetzt gerade Pesach gefeiert und auch das war hochspannend, wie viele Familien im Lande sich selber eine neue Pesach-Agada gestiftet haben. Und bei ganz vielen Familien wurde dabei auch die Unabhängigkeitserklärung in diesen traditionellen Text integriert. Interessant. Nächste Wortmeldung nochmal, Helga, bitte. Ja, Georg, nimmt die israelische Demokratiebewegung, so nenne ich sie jetzt mal, Anteil an der iranischen Demokratiebewegung und insbesondere dem Aufstand der Frauen da? Wahrscheinlich nicht mehr und noch nicht weniger als westliche Demokratien allgemein. Denn welche die Israelis haben da nun tatsächlich die allerwenigsten Einflussmöglichkeiten, vielleicht sogar noch im Gegenteil, wenn sich die Israelis hier einschalten würden, ohne jetzt zu wissen, wie man sich einschalten könnte, würden sie die iranische Emanzipationsbewegung beziehungsweise die Emanzipation der Frauen, aber eben auch von der Regierung als solcher, auf unmittelbare Weise konterkarieren. Dazu ist Israel über die letzten 40 Jahre zu sehr als Feindbild durch die Ayatollahs hochstilisiert worden. Okay, klare Antwort. Hermann. Ja, noch eine Frage. Spielt die Forderung jetzt mal endlich... Ich verstehe dich leider nicht, Hermann. Ja, spielt die Forderung jetzt endlich mal eine Verfassung für Israel zu schreiben, einen Konvent einzuberufen, die eine Verfassung ausarbeitet. Spielt das eine Rolle gegenwärtig oder ist das Wolkenkuckucksheim erst recht nicht? Also eine ganz wichtige Frage, auf die ich nur bedingt antworten kann. Völlig klar ist, dass die Leute, die sich heute engagieren, alle wissen, wir brauchen unbedingt eine Verfassung. Eine solche Verfassung kann aber nicht in der gegenwärtigen Spaltung innerhalb der Gesellschaft durchgezogen werden. Helge hatte das schon zu Recht gesagt. Es geht ja um Macht. Und wenn jetzt das Linkslager oder das liberale Lager sich durchsetzen sollte und würde jetzt eine Verfassung durchdrücken, dann gäbe es genau den gleichen Knatsch, den wir in der umgekehrten Richtung haben. Das Einzige, was jetzt möglich sein sollte und wo ich denke auch sehr konkret angedacht wird, ist ein sogenanntes verfassungsstiftendes Gremium, entstehen zu lassen, das möglicherweise, oder ich hoffe es, unter dem Dach des Staatspräsidenten gastiert, um über einen längeren Zeitraum tatsächlich im Austausch mit der jeweiligen Opposition etwas Grundsätzliches entstehen zu lassen. Dazu müssen sich aber die Gemüter ein klein wenig beruhigen. Sowas kann nur passieren, separat von dem unmittelbaren Tagesgeschäft. Mhm. Aber es ist notwendig und auch gedacht. Also Leute wissen, das steht jetzt aus. Vielen Dank. Ja, schau mal, wir haben jetzt 1,5 Stunden Veranstaltung gehabt. Aber es haben sich erstaunlich wenig Leute zu Wort gemeldet. Ja, weil du so umfassend und interessant und spannend berichtet hast, Georg. Das muss man sagen. Wirklich, es ist ein paar Fragende vorgedrängt. Nein, das ist keine Schmeichelei, das hast du sehr schön gemacht. Und das war wirklich auch ein sehr interessanter Abend bis jetzt. Und ich würde auch, weil keine weiteren Fragen kommen, auch meine eigenen Kommentare zurückhalten. Wir reden ja innerhalb der DEG weiter über das Thema. Und du hast durchaus recht. Wir reden sicherlich hier in Deutschland, vielleicht in der DEG, viel mehr über diese theoretischen Möglichkeiten, die sich gesetzesmäßig in Israel ausbilden werden, als woanders. Aber wir als deutsch-israelische Freundschaftsgesellschaft fühlen uns auch betroffen und gehen mit.
Ja. Und wir haben eine Sorge und die muss man, da kommt gleich noch Katharina, die sich gemeldet hat, das sehe ich gerade. Aber lass mich. Ich grätsche kurz rein. Ich wollte euch noch gratulieren zu dieser wirklich unglaublich guten Statement, was ihr da herausgegeben habt. Mach weiter. Also, das ist eins, aber auch innerhalb der DEG ist ja nicht alles Einigkeit, weil wir müssen nur aber eine Sache sehen. Und ich sehe das in meinem Freundeskreis. Je mehr wir Dinge aus Israel hören, desto mehr wenden sich auch Deutsche ab und spülen ihren Antizionismus nach vorne. Da sind viele nicht ganz glücklich darüber und sagen, ätsche, nicht? Dass also so eine Schadenfreude ist hier entstanden. Ja, ja. Ich hoffe nicht, dass diese Schadenfreude, dass die Zionisten viel Balagan machen, dass der Antizionismus dann zum Antisemitismus wird. Da müssen wir als deutsch-israelische Gesellschaft auch aufpassen. Das ist nur mal eine Bemerkung von mir, keine Frage an dich. Mhm. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Katharina, die immer ein gewichtiges Wort zu sagen hat, jetzt ihre Frage stellt. Katharina, bitte. Danke dir, Vido. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, weil das war ja im Grunde dein Schlusswort. Nur etwas deutlicher sprechen. Ja, ich versuche es. Ich habe auch einen Hörschaden, deswegen ist es bei mir nochmal ein eigenes Problem. Ja, ich habe kein so gutes Mikrofon. Vido, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, weil du schon praktisch den DEG-Schlussakkord gesetzt hast und ich mich so lange nicht entscheiden konnte, weil ich diese ganzen Ausführungen, die du gemacht hast, Georg, so interessant und so gut strukturiert fand, dass ich doch einmal einfach auch für mich persönlich einen Dank sagen möchte. Aber ich habe noch eine Frage und zwar ist mir noch nicht ganz klar geworden bei dieser Vielfalt der Haltungen und Positionen, die diese Menschen, die da zusammenkommen bei den Demonstrationen ja vertreten, was ist das, was sie sozusagen konstruktiv vereint als Forderung? Jetzt nicht nur im Sinne der Abwehr von was, sondern gibt es auch ein gemeinsames Ziel in Richtung zum Beispiel auch der Spekulationen, die du genannt hast? Ja. Ist zum Beispiel so ein Thema wie Neuwahl oder Generalstreik jetzt schon da an der Tagesordnung? Oder ist das wird das was sein, was sich aus der Bewegung heraus, wenn sie so weitergeht, nach deiner Meinung her entwickeln wird? Also die mit der Verfassung, dass also ein Konvent gegründet oder gebildet werden muss, kann ich mir vorstellen, ist eine einigende Forderung. Gibt es Forderungen, die von auch den von dir genannten Ultraorthodoxen, die teilnehmen, und den Liberalen, die teilnehmen und die Mehrheit bei den Demonstrationen bilden? Gibt es da was an Gemeinsamkeit, was über dies Abwehr hinausgeht, sozusagen? Das ist noch so eine Frage, wo ich gehofft hatte, dass sie nicht gestellt wird. Es tut mir leid. Nein, die Frage ist super spannend und ganz zentral, vielen Dank. Ich will sie in der Form versuchen zu beantworten. Es gibt, also nach Motto, wenn das Haus brennt, dann muss man immer löschen, sagt man so schön. Und im Augenblick ist das Gefühl da, bei ganz vielen Menschen, dass uns brennt gerade die Hütte ab und wir müssen einfach mal richtig kräftig gemeinsam viel Wasser gießen, um das aufzuhalten. Vergleichbar zu dem, was im Augenblick passiert, wenn auch in einer anderen Dimension, war vor 3 Jahren, als man sagte, Bibi muss weg. Also Netanyahu ist der Giftpilz, der diesen Staat tatsächlich von innen heraus vergiftet, wo sich eben die unterschiedlichsten Leute zusammengefunden haben und gesagt haben, alles, was uns trennt, und das ist unendlich viel, muss im Augenblick zurückgestellt werden, um diesem Giftpilz eins auf die Rübe zu hauen und ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Das ist die Situation, die wir im Augenblick auch haben, dass sich die unterschiedlichsten Kräfte und Leute und Einrichtungen und Institutionen und politischen Vorstellungen zusammenfinden, weil sie sagen, wenn wir uns hier unter der Nase die Judikative wegnehmen lassen, dann fahren wir in einen Einparteienstaat, dann fahren wir in eine Autokratie und dann Gnade uns Gott.
Ja, das Gefühl von Gnade uns Gott, wenn das durchgeht und wir wehren uns nicht rechtzeitig, das Gefühl ist, was im Augenblick alle verbindet. Deine Frage ist insofern auch so spannend, weil in Verbindung jetzt viele, viele Themen hochkommen. Und ich glaube, ich hatte das bei dem Vortrag vor zwei Wochen angesprochen, also als erwähnt, viele für die Themen hochkommen, die wir auch, wo man immer sagte, Grauzone muss jetzt nicht sein, wo aber klar ist, dass man zu lange damit gewartet hat. Also ohne jetzt eine Position beziehen zu wollen, ob die Besatzung gut oder schlecht ist und welche Gründe es dafür gibt, sie trotzdem durchzuziehen, völlig klar ist, bestimmte Strukturen machen einen Staat von innen heraus kaputt. Und das erkennen auch viele Leute und sehen einen Zusammenhang zwischen dem der Eigenstaatlichkeit der Siedler im Westjordanland und Rassismus gegenüber Arabern. Klar, böse terroristische Palästinenser kann man ja ruhig verbrennen. Aber wie ist denn das, wo ist der Unterschied zwischen bösen palästinensischen Terroristen im Westjordanland und den unzuverlässigen Arabern in Israel selber? Verzeiht mein Zynismus. Das heißt, viele Leute erkennen auf einmal, dass Dinge herüberschwappen und andere Teile des Systems aushebeln und bedrohen. Und da ist ein großes Bewusstsein für erwachsen, dass es eine Reihe von Themen gibt, die wir eben nicht mehr auf Dauer und auf alle Ewigkeit ausgrenzen können. Etwa die Integration der Araber, der israelischen Araber in die israelische Gesellschaft oder eine weitergeführte Integration, dem eigenen Rassismus, den wir hier haben, jedes Volk auf der Welt nebenbei, also auch da sind wir nicht besonders, nochmal anders anzugucken, die Position der Ultraorthodoxen. Also diese Themen werden zur Seite gedrängt, aber sie sind bewusst auf dem Tisch. Also auf einmal kommt auf den Tisch, was lange Zeit nicht auf dem Tisch war, und alle sagen, das sind Themen, die müssen dran kommen. Im Augenblick löschen wir die, retten wir die Hütte. Das war ein langes Gestammel von mir. Ist es trotzdem als Antwort? Das ist ein sehr gutes Schlusswort, glaube ich. Dieses retten wir die Hütte. Es ist Feuer unterm Dach und dann gilt als erste Priorität, dieses Feuer zu löschen. Da wollen wir nur hoffen, dass ihr Israelis das schafft, Georg. Wir wollen hoffen, dass wir dich, Georg, wiederkriegen, wenn es soweit ist, um nochmal hintergründig rauszufinden, was in Israel vor sich geht und was noch weiter vor sich gehen könnte. Denn du hast heute für mich jedenfalls den Eindruck vermittelt, dass das anders war, als es professionelle Kommentatoren aus Israel machen, die in so einem Prozess der ständigen Wiederholung Informationen sind. Bei dir ist das erlebtes israelisches Leben. Du nimmst daran teil und hast es uns vermittelt. Dafür danken wir dir ganz, ganz herzlich. Und, danke euch. Bis zuhören. Und damit ich abschließen kann, wünsche ich also nicht nur allen einen schönen Abend, sondern ich möchte noch daran erinnern, dass in der nächsten Woche am 18. April Halt. Normalerweise kriegt der Referent eine Flasche Wein. Wer trinkt die jetzt bei euch? Also wir haben, ich habe dir schon mal versprochen, dass du in Bremen auch mal ein Bier bekommst, weil du das wolltest, aber alles du kommst ja nicht nach Bremen. Du bist immer herzlich eingeladen. Dummer Scherz, mach du weiter, ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung. Also am 18. April in der Landeszentrale für politische Bildung findet ein Vortrag und eine Lesung statt von Hermann Kuhn und Cornelius Kopp-Finke. Vor 80 Jahren war der jüdische Aufstand im Warschauer Ghetto und darüber werden sie berichten. Und das wird in Kooperation mit der deutsch-polnischen Gesellschaft gemacht werden. 18. April, 19 Uhr. Wir haben noch eine weitere Veranstaltung, die demnächst wieder angekündigt wird. Und da geht es auch um Rechts- und Verfassungsfragen in Israel. Es spricht eine Dame, die speziell als Juristin sich damit auseinandergesetzt hat
Und da könnten wir uns vorstellen, Georg, dass wir dir den Link schicken und das auch mit anhörst. Unbedingt, gerne. Das ergänzt so ein bisschen das, was du heute gesagt hast, aber es ist dann eher sicherlich formaler. Also wir haben einen spannenden Monat vor uns und noch weiter spannende Monate in Israel vor uns und es wird uns weiter beschäftigen. Ruhe kehrt nicht ein. Es soll aber heute Nacht Ruhe einkehren und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Laila Tov. Vielen Dank. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss.